Ich heiße Holger, ich bin 27 Jahre alt, ich bin hier Doktorand am Physikalischen Institut von der Universität Heidelberg, bin seit einem Jahr studentischer Vertreter von der Heidelberg Graduate School of Fundamental Physics. Die meiste Zeit verbringe ich eigentlich damit, dass Studenten, die interessiert sind, in Heidelberg in der Physik zu promovieren, die schreiben uns an. Das ist meistens einfacher, uns Student Representatives anzuschreiben, als die Professoren oder die Arbeitsgruppenleiter. Und wir geben dann denen Informationen, wie sie sich bewerben können, wie das Bewerbungsverfahren läuft, die einzelnen Arbeitsgruppen, was für sie in Betracht kommen würde, wo sie überhaupt auch arbeiten wollen. Das ist so die Hauptaufgabe. Als studentische Vertretung von der Graduiertenschule organisiere ich das Leben in der Schule mit. Das heißt, wir organisieren, dass die Studenten häufig zusammenkommen, viele soziale Events. Wir veranstalten zum Beispiel auch ein Fußballturnier, was ganz zwanglos ist, damit Studenten halt einfach auch neben ihrer Tätigkeit als Doktorand kennenlernen. Wir machen bei der Organisation der Graduiertentage mit. Also wir haben zweimal im Jahr am Institut Graduiertentage. Da besucht man eine Woche lang Kurse von den Arbeitsgruppenleitern, die bei der Graduiertenschule mit angeschlossen sind. Wir gehen einmal im Jahr zusammen auf eine Winter School in die Alpen und machen da so eine Mischung aus Konferenz, sprich Kursen und Vorträgen, die die Leute, die unsere Studenten hören, und verbinden das Ganze mit Skifahren und dem Kennenlernen in den Alpen. Summer Schools organisieren wir jetzt nicht direkt, aber wir bieten finanzielle Unterstützung für jeden, der eine Summer School besuchen möchte, egal wo. Unsere Studenten gehen nach England, so auch generell in der EU sehr viele, auf die Summer Schools, und wir übernehmen da die Reisekosten und die Konferenzgebühren. Also es gibt auch im Rahmen der Graduate School Hilfsangebote für Studenten. Nicht immer verläuft eine Promotion besonders am Ende einfach. Also es kann passieren, dass zum Beispiel die Doktorarbeit länger braucht, als der Student Funding hat für seine Stelle. Und da tritt auch die HGSFP mit ein und stellt sogenanntes Bridge Funding bereit. Das bedeutet, dass für bis zu 9 Monate weiterhin Stipendien für die Studenten da sind, falls sie eben nicht in ihrer Zeit als Mitarbeiter am Institut ihre Doktorarbeit beenden.